Heute in der Folge geht es um 10 Minecraft-Lifehacks, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und damit das natürlich jetzt ein Ende nimmt und du deinen Freunden auch noch was beibringen kannst, pass mal auf, was ich dir heute zeige. Wusstest du, dass bei einem Schalker, wenn du getroffen wirst, natürlich nach oben gehst, also du kriegst diesen Schwebeeffekt? Aber was passiert denn, wenn irgendwann dieser Effekt nachlässt und du dann runterfällst und falsch bist? Habe dafür immer ein paar Chorusfrüchte dabei. Darf ich die treffen? Hast du dich schon mal gefragt, wie man an Schallplatten in Minecraft kommt? Es ist eigentlich ganz einfach. Ein Skelett muss einen Creeper mit Pfeilen abschießen. Und wie das funktioniert, habe ich hier mal vorne vorbereitet. Ich habe mir ein Skelett gefangen, in der Mitte einfach mal einen Lavablock platziert. Das Skelett schießt also durch den Lavablock, erhält Feuerpfeile. Und diese Feuerpfeile werden den Creeper noch schneller down bekommen. Und dass wir dann eine Schallplatte kriegen. Das heißt, nur noch abwarten, bis wir die Schallplatte bekommen. Und voilà, da haben wir sie. Wolltest du in Minecraft schon jemals unter Wasser richtig klar gucken? Also nicht, dass du diesen Wassereffekt hier hast, dass du überall diese kleinen Texturen und so siehst, sondern die Fische oder Korallen richtig klar siehst? Dabei musst du einfach nur um das Spiel ein bisschen austricksen, und zwar finde die Stelle, wo, sag ich mal, die obere Welt mit der Unterwasserwelt sich trifft. Guck mal, schon habe ich das rausgefunden, einfach mit der Kamera richtig schwenken und schon können wir die Unterwasserwelt ganz klar sehen, ohne als ob wir hier diesen Wassereffekt haben. In Minecraft ist jedoch das Lagerfeuer bestimmt bekannt. Du kannst Fleisch drauflegen und dadurch erhältst du dein gebratenes Fleisch. Aber wenn du jetzt ganz einfach ein Schwein durch das Lagerfeuer schickst und das dann einfach, ja, angezündet wird und dadurch stirbt, erhältst du auch gebratenes Fleisch. Wir alle kennen auch den Minecraft-Schwamm. Den gibt es einmal in der nassen Version wie in der trockenen Version. Aber wie bekomme ich jetzt einen nassen Schwamm wieder trocken? Dafür gehen wir einfach an einen Ofen ran. Wir legen jetzt einfach den nassen Schwamm hinein und wenn du schnell genug bist und noch einen Eimer unten reinlegst, erhältst du sogar noch das Wasser wieder. So, ein Minecraft-Geheimnis? Naja, logisches Denken ist, glaube ich, eher das, was dazu trifft. In Minecraft gibt es Ziegenhörner. Aber wie kommt man eigentlich an ein Ziegenhorn ran? Wenn man sich Ziegen anguckt, sehen wir schon, einige haben ja statt zwei Hörner nur ein Horn. Das heißt, sie haben ein Horn schon verloren. Und das verliert eine Ziege, wenn sie jetzt, sag ich mal, einen Block rammt, ein Item, also einen Mob rammt, dann kann sie, sag ich mal, ein Ziegenhorn droppen. Nicht wahr? Der Vorführeffekt ist natürlich wieder toll. Aber heute hat keine Ziege Lust, ein Horn zu verlieren. Aber so kommt man daran. Für unseren nächsten Lifehack müssen wir ein bisschen basteln. Zum Beispiel brauchen wir jetzt hier zwei Beobachter, die durchgehend uns ein Signal schicken. Denn ich möchte daran, ja, mir einfach einen Spender machen, der durchgehend aktiviert wird. Und der soll dann unten einfach mal ganz viele Pfeile auf einen Schleimblock schießen. Natürlich werde ich den unteren Kolben dann auch nochmal einfach mal mit Beobachter hier aktivieren, dass der ganz schnell, sag ich mal, ja, hier die ganze Zeit aktiviert wird. Aber bevor wir das machen, befüllen wir unseren Spender ganz einfach hier mit ganz vielen Pfeilen. Und was sehen wir da? Minecraft kann nicht zielen. Erweitern wir einfach mal unsere Plattform. Für den Test sollten diese Pfeile erstmal ausreichen. Nun müssen wir, bevor wir natürlich jetzt hier die Pfeile einsammeln, den unteren Beobachter mit den anderen Beobachter aktivieren und dann achtet mal einfach drauf, was mit den Pfeilen passiert. Frage bleibt natürlich, kann man diese Pfeile, die in Bewegung sind, einsammeln? Nein. Das nenne ich mal ein Minecraft-Lifehack. Wusstest du eigentlich, dass du zwischen Kaktus Blöcke platzieren kannst? Und zwar zum einen gehen Schneeblöcke oder Schneeplatten oder auch noch
Pulverschnee. Ho, weil normalerweise, wenn du ja einen Block dazwischen setzt, gehen die Kakteen dadurch kaputt und man kann ja auch keine da hinsetzen. Aber bei Schnee oder Pulverschnee funktioniert das. Wenn wir schon gerade beim Pulverschnee sind, wusstet ihr, wenn ihr zu lange im Pulverschnee steckt, erhaltet ihr Kälteschaden? Aua, mir ist kalt. Sehr kalt. Kennst du eigentlich schon die geheimen Mobs in Minecraft? Nein? Dann will ich dir die mal zeigen. Zuallererst brauchen wir einen Amboss. Dazu holen wir uns noch einen Dreizack dazu. Und bei den Zauberbüchern suche dir bitte das Zauberbuch Entladung raus. Wenn du beide Sachen hast, gehen wir an den Amboss ran und verzaubern jetzt einfach mal unseren Dreizack. Im besten Fall sollte es jetzt ein Gewitter geben. Wenn wir das Gewitter vor Ort haben, brauchen wir nur noch die Kreaturen, die wir uns jetzt erschaffen wollen. Dank unserem Zauberstab können wir jetzt alle Mobs, die wir treffen, mit einem Blitzschlag treffen. Und bei einem Creeper passiert dann dadurch, dass er ein aufgeladener Creeper wird. Und die haben wirklich riesengroße Sprengkraft. Aber wir sind ja gerade noch bei dem Dreizack, da wäre es natürlich schön, noch eine weitere Kreatur zu verzaubern. Oder zu verwandeln durch die Macht der Blitze. Und da hätten wir die Pilzkuh. Wenn ein Blitz eine Pilzkuh trifft, verwandelt sie sie in eine, ja, besondere Pilzkuh. Und zwar diese Pilzkuh ist braun. Hast du schon niemals probiert, eine Pilzkuh zu melken? Dafür benutze eine Schüssel und erhalte Pilzsuppe. Aber wenn du jetzt mal eine Pilzkuh mit einer Blume fütterst und dann die Schüssel nimmst, erhältst du eine verdächtige Suppe. Hoho, ein neues Item, was du so im Creative-Menü nicht bekommst. Naja, dann lass es dir schmecken. Wir sind wieder etwas schlauer geworden. Wir können unsere Freunde jetzt überraschen mit diesen Lifehacks. Einfach mal zum selber ausprobieren. Aber ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bleibst du bei solchen Sachen immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut rein und ciao. I'm the number.